Lutz Stordel in Leipzig, wie ist denn aktuell die Lage bei dir? Naja, es ist so, die Schneefront, die ist wirklich erst in der Nacht hierher gekommen. Also wir hatten gestern bis 22 Uhr eigentlich noch gar nichts und plötzlich ging dann wirklich ein richtig heftiger Wind los. Und der hat Schneemassen mitgebracht. Das sind nicht die erwarteten 30 Zentimeter, ich würde sagen vielleicht so 10. Aber weil der Schnee extrem pulverig ist, verweht er. Und wir sehen das hier im Hintergrund auch, die Straßenbahnen sind festgefahren. Also die kommen hier nicht weiter, versuchen mit Schnee schieben, es wird nichts, die Weichen sind zu. Da gibt es also kaum Chancen, der Nahverkehr in Leipzig steht, der steht auch in Halle und auch die S-Bahn zwischen Leipzig und Halle, die kann nicht mehr rollen, einfach weil die Weichen zu sind. Das ist die Situation im Moment und wir wissen nun noch nicht, ist das einfach nur ein richtig strenger Wintertag, den wir jetzt plötzlich haben oder geht das den ganzen Tag so weiter, auch noch mit neuen Schneemassen, weil dann kann es wirklich kritisch werden. Und wie ernst nehmen die Menschen die Warnungen? Das heißt ja immer wieder, bitte bleiben Sie zu Hause. Naja, um es mal scherzhaft zu sagen, diese Wetterlage, die hätte sich auch Karl Lauterbach ausdenken können, denn mehr Lockdown geht nun gar nicht. Also ist ja logisch, wir dürfen uns ja sowieso nicht bewegen, wir haben immer noch die Kontaktsperre, wir dürfen nur 15 Kilometer weg, selbst wenn wir es wollten in irgendwelche Wintersportgebiete, es ist untersagt und die Leute halten sich auch dran. Und bei dem starken Wind, den wir hier haben, muss ich auch sagen, naja, da macht auch Rodeln nicht wirklich Spaß, also man kann schon erwarten, dass die Straßen hier leer bleiben, die Geschäfte zu und zu, die Gaststätten sind zu. Also ich glaube, mehr Kontaktbeschränkungen, als wir sie heute hier haben, dies geht eigentlich wirklich nicht. Wie gesagt, bleibt abzuwarten. Morgen ist Arbeitstag. Wenn dann der Nahverkehr immer noch ruht und nicht alle ins Homeoffice kommen, dann wird es wirklich problematisch. Lutz, danke dir nach Leipzig.